Ich erzähle heute etwas über Borg-Backup, beziehungsweise ist vielleicht bekannter als Attic-Backup. Kommt dann später noch mehr zu dem Thema. Das ist Redshift, was man da gerade wahrscheinlich sieht. Deshalb ist das wahrscheinlich schon ein bisschen... bisschen röter gewesen als gewünscht. Also falls ihr es nicht kennt, Redshift bringt euch vielleicht wieder einen gesunden Schlafzyklus zurück. Okay, also es geht um Borg Backup. Mein Name ist Thomas Waldmann und ich habe das vor ein paar Wochen geforgt vom Attic-Projekt. Kommt dann später noch mehr dazu. Untertitel der Holy Grail of Backups habe ich nicht selber erfunden, das hat irgendein Grieche mal auf Twitter rumgetwittert. Dem hat es also wohl auch ganz gut gefallen. Und ja, Feature Sets sollen natürlich schnell und einfach sein irgendwo. Man will eine Deduplizierung haben im Backup-Tool, also gleiche Daten nicht irgendwie mehrfach Speicherplatz belegen lassen. Man will Kompression haben. Was man auch haben will, ist Authenticated Encryption. Das heißt, die Backups sollen natürlich nicht für andere Leute lesbar sein und wenn einer dran rumfummelt irgendwo im Backup, will man das zumindest auch merken. Ja, also die Authentisierung ist quasi so wie eine Art bessere Prüfsumme, also ein Mac im Endeffekt. Was man auch haben will, ist, dass man alte Backups löschen kann. Also hier Easy Pruning. Hört sich jetzt eigentlich banal an, aber ich habe gehört, es gibt Backup-Tools, wo irgendwie alte Backups nicht löschen können oder noch nicht. Also scheint wohl ein Feature zu sein. Und was auch ganz nett ist, wenn das Backup-Tool ein relativ einfaches Backend hat, dass man das vielleicht austauschen kann und dann in verschiedene Zielmedien speichern kann. Das Borg ist unter BSD-License, genauso wie Attic. Es gibt ganz gute Dokus. Plattform- und Architektursupport ist auch ganz gut. Das liegt daran, das meiste ist in Python geschrieben, der Rest in C, also so auf allen POSIX-Systemen und Mac OS X und bei Windows, wenn man Cygwin installiert, läuft es also auch. Es kann so ein paar Spezialsachen wie Extended Attributes und auch ACLs. Und was auch ganz nett ist, ihr könnt also ein Backup, da könnt ihr nicht direkt reingucken, das ist ein spezielles Format, aber ihr könnt es über ein Fuse-Dateisystem mounten und dann quasi doch mit einem File-Manager reingucken und irgendwas rauskopieren zum Beispiel. Also man muss nicht jede einzelne Datei über ein Backup-Befehl zurückholen, man kann auch einfach rauskopieren. Zum Code, ich habe es mal nachgezählt, 91% Python 3. Also ist wirklich nur Python 3, es läuft nicht mit 2.x. Also ist eines der wenigen Projekte, die da recht modern sind. Cython wird dazu verwendet, um so Richtung Low-Level-Code, den Interface-Code praktisch zu schreiben. Cython ist da so ein bisschen optimiert, dass man das recht gut machen kann, ohne allzu große Verrenkungen machen zu müssen. Der Codeanteil praktisch, das ist alles, was so auf relativ hoher Ebene stattfindet. Und der richtige Low-Level-Kram, der ist dann in C geschrieben, halt aus Performance-Gründen, dass das Ding halt so schnell ist wie möglich. Das Ding hat insgesamt nur ungefähr 6000 Codezeilen und das ist also wohl, wenn ich recht weiß, glaube mit Kommentaren sogar, also das ist relativ wenig für so ein Projekt. Hat nur wenige Dependencies und hat gute Tests und hat ein Continuous Integration System. Also man kann sich darauf verlassen, dass das Ding so das tut, was es tun soll. Zur Sicherheit, was gemacht wird. Wenn der also Zeug praktisch in den Backup-Speicher reinschiebt, wird praktisch alles signiert. Also sobald man praktisch die Kryptografie anschaltet, wird praktisch jeder Datenblock, der in den Storage reingespeichert wird, unterschrieben. Das heißt, es kann euch nicht passieren, dass da jemand böswillig dran rumfummelt oder es kann auch nicht passieren, dass es einfach auf der Festplatte ein paar Bits verbiegt und ihr merkt es nicht. Also der würde auf jeden Fall praktisch dann die Prüfung würde anspringen, ja, und sagen halt, da stimmt irgendein Hash nicht. Was es auch macht, ist Verschlüsselung, wird mit AES 256 verschlüsselt. Das hat auch den Vorteil, dass AES ja auf so Intel und AMD Hardware
durch spezielle CPU-Instruktionen beschleunigt ist. Also das Ganze geht trotz Verschlüsselung eigentlich doch recht schnell. Und dadurch könnt ihr praktisch auch auf einen Server, den ihr nicht kontrolliert, der vielleicht irgendeinem Provider oder so gehört, könnt ihr eure Backups da drauf speichern, ja, ohne dass ihr jetzt Angst haben müsst, dass der eure ganzen Daten sieht oder auch nur erahnen kann, was ihr überhaupt habt. Also was man natürlich sieht, ist die Menge, ja, ob ihr jetzt 100 GB oder 1000 sichert, aber man kann keine Dateinamen erkennen, man kann keine Inhalte erkennen, ist halt alles, selbst die Metadaten, verschlüsselt. Das Ganze ist freie und offene Software in Python. Also wer es sich angucken will, kann es auch angucken, kann speziell auch vielleicht diesen sicherheitsrelevanten Code mal reviewen. Was auch noch ein netter, interessanter Nebeneffekt von Python ist, ihr habt keine Buffer-Overflows wie bei so der üblichen C-Software, dass da irgendwas überläuft. Das kann ja in Python aus prinzipiellen Gründen kann das ja nicht passieren. Zur Sicherheit noch. Das ganze Ding ist so designt, dass er die Dateien, die er praktisch in Storage reinspeichert, dass er da so einen Append-Modus verwendet. Das heißt, wenn er da einmal was aufgespeichert hat, das wird danach nicht mehr modifiziert, sondern immer nur Daten hinten rangehängt. Also wenn da mal was crasht oder so, ist das eine relativ sichere Methode, dass euch nichts irgendwie verloren geht oder korrupt wird. Und er arbeitet auch mit Transaktionen und mit Checkpoints und so. Also dadurch ist das schon durchs Design praktisch gegeben, dass da nicht viel schief gehen kann, auch wenn mal ein Backup abbricht oder irgendwas. Die Checkpoints sind auch ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel über eine Internetverbindung backupt und die Internetverbindung bricht euch halt weg. Dann habt ihr, wenn ihr schon 5 Stunden lang gebackupt da habt, nicht 5 Stunden verloren, sondern maximal die letzten 5 Minuten. Es gibt leider eine kleine Ausnahme, die ich dazu sagen muss. Er macht diese Checkpoints nur zwischen Dateien. Das heißt, wenn ihr eine riesengroße Datei habt, eine virtuelle Maschine, also innerhalb der Datei werden leider noch keine Checkpoints gemacht. Also die müsste man dann praktisch wieder von vorne anfangen. Was auch noch ein Security-Feature ist, da wird so eine Bibliothek verwendet, die heißt MessagePack. Und die dient praktisch dazu, Datenstrukturen zusammenzupacken, zu serialisieren. Ihr könnt es euch vorstellen, das ist so ähnlich wie JSON oder XML, nur halt mehr so auf Low-Level-Ebene für Binary-Daten. Und bei dem Ding kann man also auch beim Auspacken angeben, was man so erwartet. Also wenn ich da nur 10 Integer-Werte auspacken will und ich weiß das, dann sage ich halt, okay, das können maximal 10 Integers sein, dann geht er nicht her und tut mir 4 Milliarden Strings auspacken oder irgendwie sowas. Also das schützt auch ein bisschen gegen Manipulation, dass einen da irgendeiner versucht reinzulegen. Zum Thema Krypto noch. Die Krypto wird alles auf Client-Seite gemacht, also mit Client ist der Rechner gemeint, den ihr backupt. Da läuft dann das ATTIC drauf und entweder ihr speichert das lokal auf irgendeinem Filesystem, USB-Platte, andere Festplatte, was auch immer, oder ihr speichert es über eine IP-Verbindung, über SSH auf irgendeinen anderen Rechner. Und wichtig ist halt, bevor die Daten halt diesen Client-Rechner verlassen, wird komplett alles verschlüsselt. Also selbst der eigene Backup-Server sieht quasi nicht, was da kommt, der sieht halt nur Bytes kommen. Es werden für verschiedene Dinge unterschiedliche Schlüssel verwendet. Also es gibt zum Beispiel für die HMAX, also für die Authentisierung, gibt es einen Key, für die Krypto gibt es einen Key und es gibt sogar nochmal einen separaten Key, wo diese ID-Hashes berechnet werden. Und es gibt nochmal einen Random-Wert, wo praktisch noch dieses Chunking randomisiert wird, kommt nachher später noch mehr dazu. Also wenn man so einen passwortgeschützten Key hat, wird also die Passphrase mit PBKDF2, ist auch im vorherigen Vortrag kurz zur Sprache gekommen, wird es abgespeichert, also dass man keine so Brute-Force-Angriffe oder sowas leicht machen kann. 100.000 Runden ist schon recht viel, also wenn das jemand knacken will, müsste er schon sehr, sehr lange dran rumknacken, also das ist nicht wirklich praktikabel. Man kann 3 verschiedene Modi machen. Der eine Modi ist, dass man sagt, okay, ich will keine Verschlüsselung, dann lässt das halt. Man kann sagen, ich will mit einer Passphrase verschlüsseln. Dann wird praktisch aus der Passphrase über PBKDF2 werden praktisch die Keys generiert. Hat allerdings den Nachteil, dass wenn die Passphrase mal bekannt werden würde, dann kann man sie halt nicht ändern, ohne seine Backups neu machen zu müssen. Also das ist ein bisschen unpraktisch.
Von daher, also wenn ihr das benutzt, benutzt vielleicht diesen Key-File-Modus. Da stehen die Crypto-Keys einfach in der Datei drin und diese Datei ist dann durch die Passphrase geschützt. Und dadurch könnt ihr die Passphrase dann ändern auch, weil die Keys halt dadurch nicht beeinflusst werden. So, zur Krypto nochmal ein bisschen genauer. Also was ja heute so State of the Art ist, ist, dass man sogenannte AEAD-Ciphers verwendet. Also heißt so viel wie Authenticated Encryption with Associated Data. Im Klartext heißt es, ich tue nicht nur verschlüsseln, sondern ich sorge auch dafür, dass mir keiner an dem Ciphertext rumfummelt. Also das ist dieses Authenticated. Ich sorge dafür mit einer Prüfsumme quasi, mit einer kryptografischen, dass mir keiner am Ciphertext rummacht und irgendwie versucht, mich reinzulegen oder versucht, irgendwas zu verfälschen. Also das ist das AE. Und das AD, das ist praktisch, wenn man Zusatzdaten hat, wie zum Beispiel so ein Header-Wert, wo halt irgendwie so ein Typ-Parameter drinsteht oder die Länge oder irgendwas. Also Dinge, die man vielleicht im Klartext lassen will, aus irgendwelchen Gründen, wo man aber trotzdem die Prüfsumme mit drüber ziehen will. Also es ist erkennbar, was da drin steht, aber ist trotzdem durch die Prüfsumme geschützt. Und das sind also so die aktuellen Verfahren. Und was die Software verwendet, ist also AES256 im Counter-Mode. Und als Absicherung wird danach ein sogenannter HMAC drüber gelegt, also ist praktisch diese Prüfsumme mit SHA-256 in der Regel, also ist schon ziemlich sicher. Ich habe dann noch ein alternatives Verfahren, was auch in OpenSSL vorhanden ist, noch implementiert. Das heißt AES256 GCM, also dieser Galois Counter Mode. Der hat einen netten Vorteil. Bei dem anderen Verfahren muss man ja praktisch zweimal über die Daten drüber. Einmal AES machen im Counter Mode und dann nochmal drüber und halt diesen HMAC berechnen. Und dazu muss man halt nochmal alle Daten anfassen. Der Vorteil an diesem GCM-Modus ist, der läuft praktisch nur einmal drüber und tut praktisch parallel die Krypto machen und auch die Prüfsumme berechnen. Und das Ganze gibt es fertig in OpenSSL, braucht man nur aufrufen. Und was auch sehr nett ist, Intel und AMD-CPUs haben spezielle Instruktionen, wo dieser Modus auch beschleunigt wird. Also ist eigentlich eine feine Sache und läuft nachher praktisch doppelt so schnell, ohne dass man groß was dafür tun muss. Wo auch drauf geachtet wird in der Software, wichtig ist, wenn man so einen Counter-Modus verwendet, ja, der Name sagt es schon, da ist ein Counter drin. Man muss da sehr peinlich genau darauf achten, dass der Counter sich niemals wiederholt. Also man darf ruhig mit 0 anfangen, das ist kein Problem. Aber wenn man halt beim ersten Backup bis 100.000 gezählt hat, dann muss man halt beim nächsten Backup mit 100.001 weitermachen und nicht mit irgendwas anderem. Also man darf nicht den gleichen Counter halt mehrfach verwenden. Stellt die Software relativ gut sicher, er speichert sich am Schluss den Counterwert immer ab. Die Krypto ist auch nicht selbst gestrickt, das ist wie gesagt OpenSSL. Sagen wir so, OpenSSL gab es ja ziemlich viele Problemchen in letzter Zeit. Allerdings, wenn man das Krypto selber stricken würde, wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Also von daher ist das in dem Fall ein Vorteil, weil da mehr Leute drauf gucken, denke ich mal. Und es ist natürlich auch in C implementiert, also auch schneller, wie wenn man da jetzt was irgendwie in Python oder so machen würde. Das ISNI kennt ihr vielleicht, das ist also das, was so moderne Intel-CPUs haben. Bei AMD gibt es was Ähnliches und dieses PCL und so weiter. Das sind praktisch zwei CPU-Instruktionen, wo halt diese ganze Krypto sehr stark beschleunigen. Also wenn ihr irgendwas halbwegs Frisches von Intel oder AMD habt, läuft es dann sehr schnell. Zur Kompression. Im normalen ETIC bzw. im Borg, so wie es momentan ist, im Masterbranch, wird zlib verwendet. Die normale zlib-Kompression, die kommt einfach aus der Python-Standard-Bibliothek, ist fest auf Level 6 eingestellt, also das ist so relativ hohe Kompression schon. Ich habe da aber momentan gerade was in Arbeit, dass man das relativ flexibel gestalten kann in Zukunft, weil nicht immer will man so stark komprimieren, also manchmal hat man es einfach eilig und hat genug Speicher und dann soll das auch ein bisschen schneller gehen. Aber wenn ihr es einfach aus dem Master-Branch gerade auscheckt, macht ihr halt zlib. LZMA wird es dann auch zusätzlich geben, das ist ein etwas stärker komprimierendes Verfahren, ist allerdings auch erheblich langsamer. Also das würde man nur verwenden, wenn es wirklich Not tut, also zum Beispiel, wenn ihr über DSL Upstream eure Backups irgendwie hoch ins Internet schieben wollt und der Upstream halt sehr langsam ist,
dann nimmt man vielleicht LZMA, weil man dann genug Rechenpower hat und die Leitung dann eigentlich der Engpass ist. Was ich auch in dem Experimental Branch schon eingebaut habe, also wenn ihr so ein Sternchen hinten dran seht, das ist praktisch nicht im Master Branch drin, sondern Experimental, also es sind halt etwas größere Änderungen. Sie tun teilweise schon ganz gut, aber halt noch etwas mit Vorsicht zu genießen. Da habe ich eine Library entdeckt, die heißt Blosk. Und das ist so aus dem wissenschaftlichen Bereich und da fand ich das ganz spannend, was die für eine Ansage gemacht haben. Die haben gesagt, wir versuchen Kompression, die schneller ist als Memcopy. Also die Programmierer unter euch kennen Memcopy wahrscheinlich für den Rest. Memcopy ist praktisch, wenn man aus dem RAM liest und irgendwo anders ins RAM schreibt. Also man denkt sich eigentlich, dass eine Kompression da nicht schneller sein kann, wie nur so ein ganz simpler Vorgang, weil bei einer Kompression muss man relativ viel rechnen. Der Trick ist aber der, dass die komprimierten Daten halt weniger sind wie die entkomprimierten. Und die haben ihren Dekompressionsalgorithmus so gemacht, dass er praktisch komplett in den Cache der CPU reinpasst. Und von daher haben die praktisch den Engpass von ihrem Datentransfer am RAM-Bus. Also früher hat man gesagt, okay, der Festplattenzugriff ist der Engpass. Also die Leute, die daran arbeiten, denn ihr Engpass ist am Second-Level-Cache dahinter oder am Third-Level-Cache Richtung RAM. Und deshalb haben die praktisch Kompression und Dekompression so schnell hingekriegt, dass sie praktisch diesen Engpass beschleunigen können. Und da merkt man schon ein bisschen, das Zeug ist schneller wie Zlib. Ja. Also so typische Werte komprimieren durchaus einige 100 MB pro Sekunde, mit vielen Cores auch mehr. Und dekomprimieren geht es also bis in die Gigabytes pro Sekunde. Und da habe ich gedacht, das ist eine nette Sache und das habe ich mal eingebaut. Und siehe da, auf einmal konnte der auch deutlich schneller komprimieren wie vorher. Also vor allem dieses LZ4-Verfahren, das ist relativ populär, auch bei anderer Backup-Software inzwischen. Das ist halt etwas moderner und deutlich schneller wie jetzt irgendwie Zlib oder so. Zur Deduplizierung noch was. Ich habe vorhin mal ein bisschen rumgefragt. Einige von euch verwenden ja irgendwie so Rsync und Hardlinks zum Backups machen. Und das Rsync tut ja auch so ein bisschen deduplizieren. Wenn das merkt, aha, die Datei ist auf dem Storage drauf, dann tut es nicht nochmal hinspeichern, sondern macht es einfach so einen Hardlink. Die Deduplizierung, wo das Borg bzw. Attic macht, ist noch etwas besser, weil das geht praktisch her, wenn es eine Datei reinkriegt, dass du die Datei erstmal in Häppchen zerhacken. Und diese Stellen, wo da gehackt wird, die richten sich nach dem Inhalt der Datei. Das heißt, selbst wenn sich mein Dateiinhalt irgendwie so ein bisschen nach vorne oder nach hinten verschiebt aus irgendwelchen Gründen, weil da drin gearbeitet wurde, der würde trotzdem noch an sinngemäß den gleichen Stellen hacken. Und dadurch kann der praktisch dann in verschiedenen Dateien die übereinstimmenden Bereiche relativ gut finden, weil der halt automatisch da gehackt hat. Und dadurch kriegt man also eine viel stärkere Deduplizierung hin, wie wenn man es nur halt gleiche Dateien erkennt. Also der würde praktisch jedes dieser Häppchen, wo er einmal schon gespeichert hat, nicht nochmal speichern. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man so virtuelle Maschinen zum Beispiel zu backuppen hat, weil wenn man halt so eine Windows-VM halt einmal angestartet hat, dann haben sie da halt so ein paar Megabyte auf diese virtuellen Festplatte geändert. Die restlichen 50 Gigabyte aber sind halt gleich geblieben und die will man halt deshalb nicht nochmal alle backuppen. Und das kriegt dieses Tool also durchaus hin. Das sichert dann also nur die Bereiche, wo sich dann geändert haben. Vielleicht ein kleines bisschen mehr, weil je nachdem halt, wo er gehackt hat, aber es ist relativ wenig. Auch sonst, wenn man irgendwelche Platten-Images hat, dementsprechend, wenn ihr zum Beispiel ein Verzeichnis habt mit Bildern, mit 10 GB Digitalfotos drin, und ihr kommt irgendwann auf die Idee, ach, ich könnte jetzt mal das Verzeichnis auf Bilder 2014 umbenennen. Wenn ihr Rsync benutzt, klatscht euch das Rsync halt das nochmal auf euren Speicher, weil er halt sich nur an den Namen orientiert. Wenn ihr dieses Tool verwendet, erkennt es an den Inhalten, was er schon hatte. Das heißt, er würde das auch im unbenannten Zustand trotzdem deduplizieren. Was man auch hat, ist so die innere Deduplizierung innerhalb von dem Datensatz. Angenommen, ihr habt halt eine Datei zufällig zweimal auf der Platte. Der würde die finden, ja, weil er die halt genau in die gleichen Häppchen zerhackt. Oder wenn ihr euer Linux-System halt 100 Mal hintereinander einmal pro Tag gebackupt. Ja. Also meistens ist ja immer das Gleiche, was drauf ist. Da ändern sich ja nur ein paar Dinge. Also da gibt es ziemlich großes Potenzial für diese Deduplizierung. Und es kann also sein, dass ihr praktisch, wenn ihr eure Backups zusammenzählt, kommt ihr irgendwo auf Terabytes, was ihr gesichert habt.
Und wenn ihr dann guckt, wie groß ist das Backup-Archiv, dann seht ihr halt, das ist immer nur 50 GB groß, obwohl er alles hat. Ja. Weil halt einfach das meiste immer doppelt war. Was man auch machen kann, wenn man mehrere Maschinen hat, dann ist halt überall Linux drauf, vielleicht sogar überall das gleiche Linux. Ja. Der komplette Betriebssystemteil wird halt dann dedupliziert, weil das ist immer das gleiche im Prinzip. Also vorausgesetzt, ihr tut alle Kisten halt brav gleichmäßig updaten, ja. Dann würde er das auch rausschmeißen. Auch wenn ihr irgendwo so Luft drin habt, sage ich mal, also zum Beispiel wenn ihr ein virtuelles Disk-Image macht, kann das sein, dass ganz am Anfang da halt einen ganzen Haufen Nullbytes drin sind. Oder sogar Sparse-Files, was im Endeffekt auch wie Nullbytes aussieht. Diese ganzen Nullbytes lässt er auch die Luft raus, weil der zerhackt die halt irgendwie in größere Stückchen von lauter Nullen. Und jedes dieser Nullstückchen speichert halt einmal ab, beim nächsten sagt, okay, das habe ich schon und macht einfach eine Referenz drauf. Ja. Also das klappt ganz gut. Wie das Ganze jetzt funktioniert, da gibt es so ein spezielles Hash-Verfahren, das ist ein sogenannter Rolling Hash. Funktioniert so, man hat praktisch eine Art Window, ein Fenster. Also angenommen hier die Tischkante ist eure Datei. Dann fängt er praktisch an, dieses Fenster so über die Datei drüber zu schieben und der berechnet immer innerhalb dieses Fensters berechnet er einen Hashwert, also praktisch eine Art charakteristische Prüfsumme. Und dann schaut er auf die hintersten 16 Bit dieses Hashwerts und dann ist halt einfach so definiert durch das Verfahren, wenn die hintersten 16 Bit 0 sind alle, dann hack ich. Ja. Und dadurch rein statistisch, so im Mittel alle 64 Kilobyte, hackt er halt. Manchmal früher, manchmal später. Das richtet sich halt nach diesen Nullstellen dieses Hashes. Und den Rolling Hash, den nimmt man deshalb, man könnte theoretisch auch einen normalen Hash nehmen. Aber der Rolling Hash ist halt praktisch, weil wenn ich den um ein Byte weiterschiebe, dieses Fenster, muss ich nicht den kompletten Hash nochmal rechnen, sondern kann ich praktisch das eine Byte, was rausgefallen ist, rausrechnen. Und das nächste Byte, was reingekommen ist, kann ich reinrechnen. Also das ist relativ effizient. Diese Methode. Und dadurch hat man halt dann praktisch so charakteristische Stellen, wo das hackt. Und weil halt die sich nach dem Inhalt richten, hat man halt eine nette Möglichkeit, das zu deduplizieren. Diese 64K, das ist dann also die typische Chunk-Größe. Man spricht ja dann von Chunks, also diese Häppchen sind die Chunks, komme ich auch dann nachher nochmal dazu. Was auch noch gemacht wird, ist so eine minimale Größe festzulegen. Also man sagt halt, okay, ich will nicht weniger als einen Kilobyte haben aus verwaltungstechnischen Gründen. Und man kann theoretisch auch eine maximale Größe festlegen, wenn man sich nicht darauf verlassen will, dass das irgendwann eh null wird. So, und was er dann macht, wenn er also ein so ein Häppchen hat, wo er halt geschnitten hat, dann rechnet er über dieses Häppchen einen Hash, also so SHA-256 zum Beispiel. Und dieser Hash ist ja praktisch dann quasi die Identität dieser Daten. Und wenn ich dann einfach so einen Key-Value-Store habe und tue unter diesem Hashwert halt diese Daten wegspeichern, dann muss ich eigentlich nur wissen, was für Hashes habe ich in meinem Storage. Und wenn der dann halt nochmal kommt später, dieser Hash, dann weiß ich, aha, den habe ich schon, muss ich nicht nochmal speichern. Und dann tue ich nur den Referenz-Counter um 1 erhöhen, dass ich halt weiß, wann ich mein Zeug löschen kann, falls ich dann mal ein Backup löschen will. Und dadurch halt tut es dann nicht deduplizieren. Was man auch machen kann, sobald man die Krypto anschaltet mit einer Passphrase oder einem Keyfile, man kann natürlich anstatt dem Hash auch eine MAC rechnen. Da fließt also praktisch euer Passwort mit ein. Das heißt, diese MAC könnte dann nicht jemand, der euer Passwort nicht weiß, irgendwie fälschen oder so und euer Backup irgendwie komisch korrumpieren. Aber da steckt im Prinzip genau so eine Hash-Funktion eigentlich drin. So, ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Borg, das ist ein Fork von einer Backup-Software, die Etik heißt. Das hat sich so ergeben, der Autor von Etik, der hat gerade Nachwuchs und kommt gerade relativ wenig zu seinem Projekt. Und so ein paar andere Leute haben da halt gedacht, okay, da helfen wir ein bisschen und haben halt fleißig Code aufgeräumt, Bugs gefixt, Pull-Requests gemacht und so weiter. Aber es hat sich dann mit der Zeit irgendwie halt rausgestellt, ja gut, der Originalautor will wohl alles selber machen, hat aber halt keine Zeit, deshalb geht es da halt gerade leider null voran. Ja. Und er will auch irgendwie niemand anderes damit vertrauen, das zu machen, er will es halt wirklich selber machen. Und am liebsten will er sogar den Code selber schreiben und nicht andere irgendwie programmieren lassen und so.
Also von daher war da der Fortschritt in diesem Projekt etwas begrenzt, um nicht zu sagen fast null. Und ja, ein paar Leute haben sich das angeguckt, aber irgendwann hat sich dann halt herausgestellt, ja gut, das ist wohl so nicht lösbar und da gibt es wohl unterschiedliche Ansichten. Und deshalb habe ich es dann geforgt irgendwann, dass das halt irgendwie dann halt wenigstens parallel weiterentwickelt werden kann. So ist also dieses Borg-Backup entstanden, gibt es auf GitHub. Momentan ist so, der Master-Branch in Borg, der orientiert sich praktisch an der Entwicklung von Etik. Wobei, wie gesagt, da entwickelt sich gerade nicht viel, aber so ab und zu kommt mal ein Change-Set. Was ich zusätzlich gemacht habe, sind die ganzen Pull-Requests vom Original-Repo, die gut aussahen, die habe ich eingebunden. Also die ganzen Bugfixes, die ganzen Doku-Updates, die ganzen kleinen Features, wo harmlos sind, die sind also alle bei mir im Master-Branch drin. Ich hatte das vorher übrigens auch schon für Etik gemacht, aber wie gesagt, es ist nicht akzeptiert worden, der wollte es lieber selber machen. So sieht also gerade der Master-Branch aus. Ich habe jetzt noch zusätzlich einen Experimental-Branch gemacht und habe das ganze andere Zeug, was ich gemacht habe, wo so ein bisschen heikler ist, also neue Krypto, neue Kompression und so weiter, wo ich also Bedenken hatte, ob ich das haben will. Das ist also momentan im Experimental-Branch drin. Tut im Prinzip auch, aber halt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also Master quasi konservativ, Experimental, wie der Name halt sagt, weniger konservativ. Borg ist momentan nicht kompatibel mit Etik, weil ich die Magics geändert habe. Die Backup-Software guckt praktisch in den Storage rein und am Anfang der Datei steht so ein Magic-Wert drin. Und bei Etik steht da halt Etik drin, bei Borg steht Borg drin. Das heißt, wenn man das gegenseitig auf sich loslässt, sagt es halt, nee, das ist nicht von mir. Das hat jetzt momentan einen kleinen Nachteil, weil man es halt nicht für seine alte Etik-Backups loslassen kann. Hat aber auch den Vorteil, dass wenn sich die Software mal so ein bisschen auseinanderentwickelt, dass man sich halt gegenseitig nichts kaputt macht. Ja. So, der Erfolg, wie gesagt, ist vor allem auch deshalb gekommen, weil wir da so ein paar Sachen anders machen wollen. Unter anderem halt wollen wir halt das ein bisschen offener gestalten. Also das soll keine Ein-Mann-Show werden, ja, weil sonst hätte man gleich Etik weiter benutzen können. Also von daher, wenn ihr mitentwickeln wollt, seid ihr willkommen, ja, einfach Pull-Requests machen oder wenn ihr einen Bug in der Doku findet, genauso einfach im Issue-Tracker vielleicht ein Issue aufmachen. Das Ganze soll auch ein bisschen schneller entwickelt werden, weil dadurch, dass es jetzt praktisch geforkt worden ist, ist es ja quasi wie als neues Projekt zu betrachten. Der ganze Code ist zwar schon reichlich getestet und jahrelang entwickelt worden, aber im Prinzip kann man jetzt eigentlich irgendwo einen Neuanfang machen. Und von daher stelle ich mir auch so ein bisschen vor, dass man vielleicht ein paar Sachen, wo in Etik vielleicht nicht so ganz optimal sind, vielleicht halt jetzt fixen kann. Das wird sich dann aber so über die nächsten Jahre, wird es halt zunehmend schwieriger werden, weil wenn das dann halt benutzt wird, diese Software, und Leute halt da einen Haufen Daten reingebackupt haben, dann wollen sie halt nicht andauernd riesengroße Änderungen haben. Also von daher, wenn man was fixen will, müsste man es eigentlich jetzt machen. Zu dieser Rückwärtskompatibilität, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen. Ich habe da mal ein bisschen rumgefragt. Also im Borg-Backup ist hier Nummer 1, ist genau diese Zielrichtung, was wir eigentlich machen wollen. Bei Anwendern von Backup-Software gibt es natürlich so ein bisschen die Vorstellung, ja, also die Software sollte natürlich perfekt designt sein, sie sollte am besten fehlerfrei sein. Ich sollte in 10 Jahren die Backups, die ich heute gemacht habe, immer noch zurückspeichern können mit der Version in 10 Jahren dann. Das sind so ein bisschen die Wunschvorstellungen. Allerdings habe ich halt die Befürchtung, wenn man das realisieren will, braucht man erstens einen riesen Aufwand. Zweitens, wenn man den Code immer drin lässt, der die alten Versionen verarbeiten konnte, wird das Projekt auch immer komplexer irgendwo. Und von daher ist das nicht so ganz das, was ich eigentlich machen will. Ich will eigentlich vielleicht das eher so halten, dass halt so die Patch-Releases und die Minor-Releases, die sollen halt kompatibel sein. Aber wenn man mal irgendwas ändern muss, ja, weil es halt einfach besser ist oder weil das Alte irgendwie nicht so das macht, was es soll, dann will ich also die Kompatibilität eigentlich auch brechen können. Und dann würde man halt eine neue Major-Release machen und das halt in die Changelog reinschreiben, ja, hallo, benutzt euer altes Ding zum Alte rücksichern und das Neue könnt ihr dann ab jetzt benutzen. Also können wir auch gerne noch ein bisschen drüber diskutieren. Aber ich sehe es halt so, wenn man es zu konservativ handelt, das Ganze, dann hätte man gleich beim anderen bleiben können.
Was ich so in Plänen habe und auch ein paar andere Leute, also ich habe zwar gerade die größte Programmieraktivität da gehabt, aber ich habe auch Pull-Requests von einigen anderen Leuten gemerged, die da schon etwas länger rumlagen. Also was ich verbessern will, ist die Skalierbarkeit von dem Ding. Momentan sieht es ein bisschen so aus, dass wenn man sehr große Datenmengen hat und gleichzeitig wenig RAM, also so ein typisches NAS-Device, ja, halbes Gigabyte RAM, aber 20 Terabyte Platte dran, da gibt es ein bisschen Probleme, weil der halt relativ viel RAM pro gesicherter Datenmenge braucht. Also das will ich verbessern. Die Geschwindigkeit habe ich schon deutlich verbessert. Also das in meinem Experimental Branch, das läuft so ungefähr dreimal so schnell wie das originale ATIC und ich bin noch nicht ganz fertig. In der Architektur will ich ein paar Sachen ändern. Am besten vielleicht auf dem ISO-Tracker mal nachgucken. Was auch noch ein bisschen ein Problem ist, ATIC bzw. Borg macht Push-Backups. Also ich habe auf dem Rechner, wo ich sichern will, den ATIC als Client laufen und ich habe irgendwie einen Remote-Server, wo ich meine Daten draufschiebe und dann geht beispielsweise der Client her und pusht die halt auf diesen Remote-Backup-Server. Jetzt ist natürlich so, wenn das der Produktionsserver ist, wenn sich da einer reinhackt, ja, und diesen Server ownt, dann hat er natürlich auch mein Borg oder ATIC zur Verfügung. Und dann könnte er mit diesem Backup-Tool hergehen und auf dem Backup-Server die ganzen Backups remote löschen. Das ist natürlich dann so ein bisschen der GAU, das will man eigentlich nicht haben. Die erste Idee, wo da kam, ja, wir machen Pull-Backups. Wobei, wenn man sich genau überlegt, ist das nicht so arg viel besser. Da hat man nur das umgekehrte Problem, wenn dann jemand den Backup-Server hackt, dann hat er Zugriff auf alle Server, die von dort gebackupt werden, weil man in der Regel halt hohen Zugriff braucht, dass man alles rankommt. Ja. Also ist das auch nicht so wirklich die tolle Lösung. Also da ist noch ein bisschen offen, wie man das eigentlich am besten lösen will. Also eine Idee wäre halt, dass man so einen Create-Only-Modus hat, wo man zwar neue Backups anlegen kann, aber keine alten löschen kann. Das ist allerdings momentan nicht ganz trivial machbar, weil der Backup-Store, weil das einfach so ein Key-Value-Store ist. Also der weiß im Prinzip nicht wirklich, was der Remote-Server da tut. Der weiß nur, der hat jetzt gerade den Key rausgelesen oder er hat den Value reingespeichert. Aber zu welchem Zweck ist halt auf der Ebene nicht wirklich klar. Also da ist noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Dann so einfache Sachen, besseres Logging, besseres Exception-Handling habe ich ja teilweise schon drin. Was man auch machen könnte, sind mehr Backends. Momentan gibt es also halt so das Lokale einfach ins File-System rein oder halt das über SSH auf den anderen Server. Man könnte sich natürlich aber auch vorstellen, dass man irgendwie über FTP was macht oder auf Google Cloud oder Amazon oder was auch immer. Also da gäbe es noch etwas Backend-Bedarf. Dann andere Plattformen, andere Architekturen. Also POSIX ist eigentlich schon ziemlich gut bedient. Das tut sogar so auf dem Raspberry Pi und so. Seit kurzem tut es sogar auch auf älteren ARM-CPUs, das hat der Originalautor gefixt, da gab es ein bisschen Alignment-Probleme. Auf Windows so etwas durchwachsen, halt mit Cygwin geht es irgendwie so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so wirklich toll, also die ganzen Windows-Spezialfeatures oder sowas kann es nicht. Also falls sich da jemand berufen fühlt, könnte man da vielleicht auch was machen. Manche Leute haben auch schon nach einer GUI gefragt, wobei da muss ich sagen, ich bin nicht der GUI-Typ, also das müsste jemand anders dann machen, der sich da berufen fühlt. Man könnte vielleicht auch eine vorhandene GUI umstricken, dass das auch mit Borg bzw. ATIC funktioniert. Also ich weiß, bei Ubuntu gibt es so ein kleines Tresor-Dings. Ich weiß nicht, kennt das jemand intern? Also das ist so relativ einfach, da sind bloß ein paar Knöpfe, ja, ich will backupen, ja, ich will restoren und so. Also das ist nicht allzu kompliziert, da habe ich mir schon gedacht, vielleicht könnte man das irgendwie ummodeln und es gibt natürlich auch viele andere Ideen, die man einbauen könnte. Was ihr helfen könntet, wenn ihr Lust habt, ihr könntet zum Beispiel Skalierbarkeit testen. Also ich habe nur relativ wenig Massenspeicher, also das begrenzt sich so auf wenige Terabyte, wo ich so benutze. Ja. Also falls ihr irgendwo in einem dicken Server sitzt, wo ihr auch mal einen Test drauf haben könnt und mal halt 1000 Terabyte sichern könnt, könnt ihr da einfach mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Es gab so ein paar Issues im ATIC Issue Tracker, wo zum Beispiel jemand von Data Corruption geredet hat. Es ist aber nie so wirklich klar geworden, ob vielleicht einfach dem sein RAM ein Problem hatte oder seine Platte oder was auch immer, oder ob das wirklich ein Softwareproblem ist. Ja.
Also wenn ihr da Tests machen könntet, die das entweder bestätigen oder halt reibungslos durchlaufen, würde durchaus was bringen. Ja. Generell ein bisschen vorsichtig sein, insbesondere wenn ihr Experimental-Code von mir benutzt. Dann halt Bugs reinschmeißen, Doku verbessern. Könnt da gerne mal einen Pull-Request reinschmeißen. Wenn es euch gefällt, weitersagen natürlich. Und vielleicht später auch irgendwann, wenn ihr alles so euer Lieblings-Linux habt, braucht man auch irgendwann Linux-Pakete. Also von Attic gibt es Linux-Pakete. Die muss man allerdings auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die sind oft ein bisschen älter. Man will eigentlich eher die neueste Release benutzen, nicht die von vor 2 Jahren. Aber da gäbe es also auch einiges zu tun. Die Homepage liegt momentan auf GitHub.io unter Borg Backup. Es gibt da einen IRC-Channel. Beim IRC-Channel beachten, das sind momentan absichtlich 2 Routen, weil die Bürokratie von Freenode mit irgendwie beantragen, tralala, habe ich noch nicht gemacht. Da wollte ich erstmal noch ein bisschen gucken, wie sich das so ergibt. Fragen oder Feedback können wir gern kurz jetzt machen. Was ich dann danach noch, solange die Zeit reicht, bis wann haben wir? Bis 24, glaube ich, gell? Wir können anschließend entweder so ein bisschen Demo machen. Das ist allerdings nichts Weltbewegendes, also könnt ihr auch relativ einfach selber machen, steht alles in der Doku drin. Oder wir können noch ein bisschen über Interna und Ideen reden, das wäre vielleicht so für die Hacker vielleicht interessanter. Also können wir gerne kurz abstimmen. Wer hat lieber eine Demo, um das mal praktisch zu sehen? 1, 2, 3, 4, 5. Wer will lieber interne Sachen und Ideen diskutieren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, fast gleich. Okay, dann machen wir einfach interne und, Dis und Ideen. Also nur mal so ganz kurz. Das wird nachher auch einfach auf den Folien stehen. Das ist jetzt relativ kompliziert, weil das praktisch auf den Git-Code drauf geht. Ja. Aber seht ihr nachher in den Folien. Ich stelle die Folien dann auch ins Internet. Und nur mal so als Beispiel. Also der oberste Befehl zum Beispiel tut halt ein Backup-Repository anlegen. Der zweite Befehl macht dann ein Backup. Also es ist relativ simpel, ja, ist kein Hexenwerk. Ja. Also so viel da dazu. Man kann halt Backups anlegen, Backups löschen, Backups auflisten, Backups restoren. Also das mit simpel ist nicht übertrieben, das ist wirklich relativ einfach. Machen wir vielleicht die interessanteren Dinge. Das ist auch so eins der Dinger, die ich vorhab. Ich weiß nicht, wer kennt Python, wer programmiert in Python? 3, 4 Leute. Also die, wo Python und Multithreading lesen, ja, die werden wahrscheinlich gleich so ein bisschen zucken. Weil Python ist eigentlich bekannt dafür, dass es da so ein bisschen Probleme gibt. Da gibt es ein sogenanntes Global Interpreter Lock. Und das bedeutet halt einfach, wenn ein Threader gerade im Python Interpreter halt drinsteckt und irgendwie Python Code interpretiert, dann darf das nicht ein zweiter gleichzeitig machen, weil sie sich sonst irgendwo in die Quere kommen auf irgendwelchen Datenstrukturen. Und dazu ist dieses Interpreter Lock da, um das zu verhindern. Aber, was man noch dazu wissen muss, sobald Python eine I.O.-Operation anstößt, also wenn ich sage file.read, file.write, file.fsync, und das macht so ein Backup-Tool natürlich dauernd, ja, mit vielen Gigabytes, Terabytes, sobald er in die I.O. reinläuft, wird das Global Interpreter Lock freigegeben. Das heißt, solange der wartet, bis die Daten kommen oder bis die Daten weggeschrieben sind, kann parallel wirklich was anderes laufen. Und das macht es automatisch, da muss man gar nichts dazu tun. Was man auch wissen muss, ist, sobald man in eine C-Extension reingeht, dann läuft der im Prinzip in C programmierter Code ab, zum Beispiel in OpenSSL. Das kriegt irgendwelche Daten reingeschmissen, so da hast Daten, verschlüssel die bitte. Und dann arbeitet das OpenSSL intern in seinem C-Code. Während es das tut, fummelt es nicht in irgendwelchen Python-Datenstrukturen rum. Das heißt, auch da gibt es eigentlich kein Problem. Das Einzige, was man beachten muss, ist natürlich, dass bevor das wirklich in den C-Code reingeht, muss man halt das Global Interpreter Lock im Zweifelsfall selber freigeben, wenn es das nicht eh schon macht, also die Library, die man benutzt. Aber es ist im Prinzip möglich, also das Hashing zum Beispiel wird in der Standardbibliothek einfach freigegeben, das Global Interpreter Lock. Sobald ich sage, rechne mir den SHA-256 von diesen Daten, macht er den Lock frei. Ja.
Kompression genauso, sobald ich in Zlib reingehe, sagt hier schon Megabyte Daten, bitte einmal komprimieren, macht er das Interpreter-Log frei. Das heißt, ich habe, obwohl es Python ist, doch ein relativ gutes Multithreading, weil der eigentlich fast die ganze Zeit irgendwie im C-Code drinsteckt oder irgendwelche I.O. macht. Der Python-Code ist ja nur so das High-Level-Zeug. Was man noch tun muss in dem Bereich, ist der Reader-Chunker, also der, wo das Ding zerhackt. Da sind zwar auch I.O.-Operationen dabei, die sind allerdings nicht in Python geschrieben, sondern im C-Code. Und ich habe da keinen Log freigeben gesehen, also den müsste man einfach noch einbauen. Genauso im Encryption-Code, da wo es Richtung OpenSSL geht, habe ich bisher auch nichts gesehen, dass der Log freigegeben wird, müsste man genauso machen. Aber sobald man die zwei Sachen noch gefixt hat, müsste das Ding eigentlich ziemlich gut werden dann im Multithreading. Ich habe mit dem vorhandenen Code, gibt es einen extra Feature-Branch dafür, Multithreading, habe ich mal ein bisschen Experimente gemacht, also mit dem normalen Borg. Hat er halt so 30-80% CPU-Last hingekriegt, ist klar, der Rest von der Zeit hat er einfach gewartet auf irgendeine Ausgabeoperation. Und die 30-80% sind bezogen auf einen einzelnen Core. Also wenn man da zwei Cores plus Hyperthreading hat, war das meiste eigentlich gelangweilt dargelegen. Ich habe dann den Code mit Multithreading getestet und der ist immerhin auf 300% gekommen. Kommt halt durch die Kompression, da gibt es eigentlich genug zu tun, Krypto und so weiter. Und er hat halt keine Zeit mehr damit verplempert, indem er einfach gewartet hat, bis jetzt Daten kommen oder bis Daten weggeschrieben waren. Was mir allerdings auffiel in dem Ganzen war, ich habe auf die CPU-Zeit, die er insgesamt für einen bestimmten Job gebraucht hat, geguckt. Und mir ist aufgefallen, für diesen Backup-Job, das normale ATIC, hat praktisch 12 Sekunden CPU-Zeit verbraten. Und mein Multithreaded-Code war irgendwie bei 18 Sekunden oder so, reine CPU-Zeit. Der Multithreaded-Code war trotzdem schneller fertig, weil diese 18 CPU-Sekunden sich natürlich auf 2-4 CPUs verteilt haben. Aber mich hat es trotzdem gewundert, was hat er in diesen 6 Sekunden getan, die er mehr verbraten hat, weil er hatte eigentlich die gleiche Datenmenge zu backuppen. Es ist klar, so ein bisschen Overhead ist da, ich habe da so ein paar Queues, die da verwaltet werden müssen. Aber ich hätte jetzt eigentlich nicht erwartet, dass es 50% Overhead sind. Also wenn da noch eine Idee hat, das versuche ich noch rauszukriegen. Ja. Aber wenn es... Ja. Irgendwelche Cache-Effekte, würde ich sagen. Also dass, wenn verschiedene Fernzüge deinen Daten zugreifen, dass die Cache synchronisiert werden müssen. Von der CPU? Ja. Cache? Ja, könnte das sein. Steckt es direkt in die CPU-Zeit rein? Die Sache ist halt, dass er da im Prinzip einen Speicherzugriff hat und alles, was als Speicherzugriff zählt, wurde im Prinzip auf Speicher wartet, das zählt als Zeit, die der Prozess am Ende rechnet. Ja, das könnte es vielleicht natürlich sein. Ja. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht irgendwelche Semaphore, wo irgendwie gepollt werden oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob es das macht. Bei Mutexes kann es halt sein, dass der manchmal so ein Busy Wait am Anfang macht, ja. Um halt zu gucken, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt ins Sleep State zu gehen. Ja. Meiner Meinung nach sollte es nicht die Hälfte der Zeit ausmachen. Ja, okay. Ja, was ich gemerkt habe übrigens beim Programmieren, könnt ihr euch denken, also jeder, der schon mal Multithreaded Code programmiert hat, der nicht trivial war, man muss natürlich ein bisschen auf Thread Safety aufpassen, ja, da kann man sich relativ leicht ins Knie schießen. Und so nette, tolle Race Conditions kriegt man dann auch, die man vorher nicht hatte. Ich habe es aber dann mit so diversen Queues und so relativ gut hingekriegt. Also momentan fliegt einem das Ding nicht mehr um die Ohren. Ist allerdings immer noch als experimentell zu betrachten, also das ist noch nicht so ganz fertig. Was ich auch noch so ein bisschen als Forschungsbereich sehe, im ATIC wurde halt SHA-256 verwendet. Ja. Und wer schon mal so diverse Hash-Funktionen ausprobiert hat, wird wahrscheinlich wissen, das ist so eher eine von den langsamen. Ja. Selbst SHA-512 ist übrigens schneller, sobald ihr eine 64-Bit-CPU habt. Ja. Also ihr könnt, wenn ihr quasi einen 256-Bit-Hash haben wollt, könnt ihr einfach einen 512-Bit-Hash rechnen und die Hälfte wegschmeißen und ihr seid schneller, wie wenn ihr den kürzeren genommen hättet. Also das ist einfach durch die CPU-Architektur bedingt. Und von daher ist die triviale Optimierung halt, den längeren zu nehmen und die Hälfte wegzuschmeißen. Was auch Borg bzw. ATIC macht,
Das tut, bevor es das Zeug ins Storage reinschmeißt, nochmal eine CRC32 über alles drüber rechnen. Also über die eigentlichen Daten, wo es wegspeichert, plus die Header, wo es dann zusätzlich generiert. Ich habe gesehen, im Profile das CRC32-Zeug ist auch nicht so besonders schnell. Und es ist auch eine CRC32, wo nicht über CPU-Instruktionen von Intel optimierbar ist, sondern gerade der andere. Ja. Also von daher gibt es da so Ideen, so ein Poly 1305 AES als HMAC, als Mac zu verwenden. ZipHash ist wohl auch recht schnell. Das ist das, was Python neuerdings intern verwendet, hat allerdings den Haken, da kommen nur 64 Bit raus. Das ist für so Backup-Datenmengen ein bisschen wenig. Ja. Also weil da tritt halt dann das Geburtstagsparadoxon schon so ab 2 hoch 32 Chunks auf und das ist vielleicht eine Gegend, wo man wirklich hinkommt in der Praxis. Blake 2 ist auch ein relativ modernes Verfahren und die sind halt alle schneller wie das, was wir da oben haben. XXHash, das ist aus der gleichen Ecke wie das LZ4-Kompressionsverfahren, also schafft auch so auf ein hunderte Megabyte pro Sekunde bis Gigabyte pro Sekunde Level, das ist auch viel schneller. Ist allerdings kein kryptografischer Hash, da muss man also aufpassen, wo man das genau verwendet. Sagt der SHA-512 und wenn man den CRC32 ungefähr beibehalten wollte, könnte man den CRC32C nehmen. Da gibt es eine Intel-CPU-Instruktion dafür und mit etwas Glück wird es sogar benutzt. Dann wäre es also auch schon schneller, obwohl es eigentlich fast das gleiche macht. Dazu noch eine Frage, wissen Sie, warum da noch der CRC32 verwendet wird, wenn doch sowieso für alles der... Ja, ich habe genau zu dem Thema ein Issue reingeschmissen in den Ethic Tracker, weil ich mich genauso gewundert habe, nanu, warum. Aber er hat so begründet, wenn man die Krypto anmacht, wird ein HMAC und Verschlüsselung gemacht. Und um den HMAC zu kontrollieren, braucht man natürlich den Key dafür. Ja, wenn man einen Key nicht hat, kann man nicht kontrollieren, ob das Zeug okay ist. Und wenn ich jetzt also praktisch eine serverseitige Repository-Prüfung machen wollte, könnte ich nicht den HMAC nehmen, weil der Server hat den Schlüssel nicht. Und deshalb hat er wohl den CRC32 genommen, weil er den halt auf dem Server checken kann, ob der stimmt. Ich habe allerdings bisher keinen Code gesehen, wo das wirklich so auf diese Art macht. Normalerweise geht das alles eher über den Client drüber. Also ich denke mal, das könnte man vielleicht ein bisschen umstrukturieren, dass es nicht alles doppelt Checksummen drüber zieht. Also wer sich mit so Hashes auskennt, da wäre ich auch um eine Diskussion froh. Zu Krypto noch, wie gesagt, ist ja alles Authenticated Encryption Associated Data. Was Ethic standardmäßig macht, AES Counter Mode plus dieser HMAC und dazu verwendet er halt OpenSSL und die Python Standardbibliothek. Es gibt schnellere Methoden, die eine habe ich schon implementiert, das GCM, das ist im Experimental Branch drin und es ist ein Benchmark deutlich schneller wegen diesem Single Pass halt. Das AES-GCM ist auch in OpenSSL drin, von daher war das einfach. Aber da gibt es einen kleinen Haken. Ich habe ein Paper gefunden, wo einer GCM kritisiert, weil es wohl sehr, sehr selten, also wenn man Keys zufällig generiert, kann man wohl sehr, sehr selten einen Key kriegen, der schwach ist. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, müsste man quasi die Keys einer Prüfung unterziehen, bevor man sie benutzt, ja, um das Risiko völlig auszuschließen. Es ist aber wohl so selten, wenn ich es recht verstanden habe, dass es eigentlich praktisch wohl keine Bedeutung hat. Ja. Aber es ist natürlich ein bisschen schlechtes Gefühl irgendwo in der Magengegend. Ja. Wobei das hat jetzt nichts mit Ethic oder Borg zu tun, das ist vom GCM-Verfahren generell. Also da ist so ein kleiner Haken. Dann für die ganze Krypto braucht man immer so einen Initialisierungsvektor. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Ethic bzw. Borg immer sich diesen Counter merken muss. Und da gab es auch etwas Kritik, wenn jetzt nämlich das Backup läuft und der crasht, bevor er fertig ist, ja, dann hat er praktisch Kryptodaten möglicherweise übers Internet geschickt und mit bestimmten Counter-Values verschlüsselt. Wenn der aber am Schluss seinen Counter nicht speichert, weil er crasht, dann würde er vielleicht, wenn man das Backup wiederholt, dann doch die gleichen Counter-Werte nochmal benutzen. Und das könnte halt vielleicht ein Angreifer auch ausnutzen und von daher will man vielleicht das auch ein bisschen anders machen. Und da gibt es halt zwei Ansätze, entweder Zufallscounter zu nehmen, also Zufallsinitialisierungsvektoren, wobei da hat man dann andere Probleme, weil die muss man dann halt lang genug machen, sonst läuft man da in Geburtstagsparadoxon wieder rein.
Oder was man auch machen könnte, das ist, glaube ich, seit ja die beste Idee, dass man Session Keys verwendet. Also dass man nicht seinen Master AES-Schlüssel nimmt, um die Backups zu verschlüsseln, sondern dass man einfach pro Backup und vielleicht sogar pro Worker-Thread, wenn man Multithreading hat, einen Session Key generiert und mit diesem Session Key nur dieses eine Backup macht. Und dann kann man mit dem Counter immer bei 0 anfangen, weil das ist ja jedes Mal ein neuer Key. Dann habe ich dieses Counter-Management nicht. Ja. Und den Session Key würde ich halt einfach mit den Daten dazu speichern und halt mit meinem Master Key verschlüsseln. Also hört sich ganz gut an, die Idee, müssten wir aber halt auch noch implementieren. Was ich auch noch vorhab, ich habe es vorhin erwähnt, das hat bei Krypto-Modus hat es ja zwei Modi. Man kann einmal mit Passphrase arbeiten, da wird einfach der Key direkt von der Passphrase abgeleitet mit PBKDF2. Problem, wie vorhin schon erwähnt, ist, ich kann meine Passphrase da nicht ändern, weil sonst meine ganzen Backups nicht mehr zugreifbar sind. Meine Idee ist, und der andere Modus, wo das Keyfile benutzt, der funktioniert das so, ich habe auf der lokalen Platte auf dem Client habe ich ein Keyfile liegen und nur das Keyfile wird mit der Passphrase entschlüsselt und da stehen halt einfach irgendwelche Random Keys drin, die ich aber auch mit einer neuen Passphrase schützen könnte. Und die Idee war jetzt einfach die, dass man dieses Keyfile nicht auf dem Client speichert, sondern auf dem Server. Dass man das auf dem Client speichert, hat ja den netten Effekt von wegen, ich habe es nicht aus der Hand gegeben, der Client gehört mir, ja, der Remote-Server gehört vielleicht irgendeinem Provider oder so, wo jemand anders dran rumfingert. Und ich brauche zusätzlich noch die Passphrase. Also ich habe zwei so Sicherheitsfaktoren, einmal das Keyfile, einmal die Passphrase. Wenn ich jetzt aber von vornherein sage, ich will nur eine Passphrase verwenden, ich will gar kein Keyfile benutzen, habe ich eigentlich nur die Passphrase als einzelner Faktor. Und dann könnte ich genauso gut auch hergehen und ein Keyfile beim Provider speichern, also auf dem Backup-Server, und das mit der Passphrase schützen. Dann habe ich genauso viel Sicherheit wie vorher. Hätte aber den Vorteil, dass ich die Passphrase ändern kann, weil die wirklichen Keys im Keyfile stehen. Also das dachte ich, dass man das vielleicht ändern könnte und dass man diesen alten Passphrase-Modus einfach rausschmeißt und nur die Lokation vom Keyfile einmal halt lokal hat oder halt wahlweise auf dem Server. Wenn man übrigens das Keyfile lokal auf der gebackupten Maschine hat, muss man dafür sorgen, dass man das Keyfile separat backupt. Wenn man das nicht macht, hat man zwar nachher ein Backup, aber man kann es nicht entschlüsseln. Ja, das wäre also blöd. Ja. Von daher vielleicht lieber diesen Alternativmodus, wo das Keyfile auf dem Server liegt. Da hat man dann dieses Problemchen nicht. Ja. Auch noch ein Problem im aktuellen Code und das sollte man auch erwähnen. Ja. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ganz schlecht ist, wenn ihr ein Gerät habt mit wenig RAM und viel Platte dran, wenn ihr das backuppen wollt. Ich habe mal mit so diversen Daten ausgerechnet, wie man so den ungefähren RAM-Verbrauch von dem Ding berechnen kann. Und die Ausgangsbasis von allem ist also der Chunk Count, also wie viele dieser Häppchen habe ich wahrscheinlich. Und es ist halt einfach die Gesamtmenge von Daten, die ihr backuppen wollt, durch die mittlere Chunkgröße, so Pi mal Daumen. Ja. Und dann kann man einfach berechnen, wie groß dieser Repo-Index wird. Das ist halt einfach dieser Count mal 40 Bytes. Man kann berechnen, wie groß der Chunks-Cache wird. Das ist auch der gleiche Count mal 44 Bytes. Und der Files-Cache, da spielt dann die File-Anzahl noch eine Rolle rein, mal 240 Bytes plus der Chunk-Count mal 80 Bytes. Und das alles zusammengerechnet ist ungefähr der RAM-Verbrauch von Attic bzw. von Borg. Das hört sich jetzt nicht nach viel an, weil da überall nur von Bytes die Rede ist, aber das Problem ist halt, ihr habt Terabytes an Daten möglicherweise und ihr habt vielleicht Millionen von Files. Und wenn ihr das dann da mal ausrechnet, ups, falsche Richtung, dann kann halt sein, eine Million Files, ein Terabyte Daten macht 2,8 Gigabyte RAM. Wenn das jetzt ein normaler Server ist, dann egal, ja, der hat genug RAM, aber wenn ihr halt ein NAS-Device habt, wo da ein bisschen sparsam bestückt ist, dann kann halt sein, dass euch das RAM schon mal überläuft und dass der entweder halt swappen anfängt, was dann die Sache auch nicht schneller macht oder vielleicht sogar gegen die Wand fährt, wenn halt einfach der virtuelle Speicher alle ist. Ja. Eine Verständnisfrage dazu. Der Speicherplatz, der kommt dann ja jetzt hauptsächlich von der Reduplizierung, oder? Es sind mehrere Faktoren.
Also der Repo-Index, das ist einfach, dass er, wenn er eine Junk-ID hat, dass er weiß, in welcher Datei genau ist das drin, weil das wird auch so in größere Dateien geblockt. Und da weiß er dann halt, wie heißt die Datei, welche Nummer ist das und an welchem Offset. Also den Repo-Index brauchen wir so oder so, da kommt man schlecht dran vorbei. Der Junks-Cache, der dient dazu, dass die Software erkennen kann, was habe ich schon und was muss ich noch. Ja. Und da steht dann praktisch drin, also die ID halt von dem Chunk, die Größe, die komprimierte Größe und der Referenzcounter. Also der dient gleichzeitig auch dazu, die Referenzen zu zählen. Also da kommt man auch relativ schlecht dran vorbei. Man könnte halt die Caches allenfalls anstatt im RAM halt auf Platte veranstalten, aber das macht es halt auch nicht schneller. Ja. Und der letzte, das ist der einfachste, den habe ich auch schon optional gemacht, also den könnt ihr abschalten, wenn ihr wollt. Hat allerdings die Auswirkung, also der dient dazu, dass er halt erkennt, was für Dateien haben sich nicht geändert. Weil wenn ihr es mal ausprobiert, werdet ihr merken, das erste Backup dauert ein bisschen. Wenn ihr aber direkt danach nochmal ein Backup anstartet, dann macht es FUP und nach ein paar Sekunden ist der fertig. Und das liegt an diesem Files-Cache, weil er da halt drinnen stehen hat, dieser Pfad hat diese M-Time, hat diese Inode, hat diese, was haben wir noch alles drin? M-Time, Inode, Größe hat er auch noch drin und die Junk-Liste hat er auch noch drin. Das heißt, er kann auf einen Blick schon an den Metadaten der Datei erkennen, die habe ich schon, die muss ich nicht nochmal analysieren. Und deshalb, wenn sich relativ wenig geändert hat, ist der rasend schnell fertig. Also inkrementelle Backups sind wirklich ein Wohltat bei dem Tool. Und wenn ihr halt diesen Cache abschaltet, dann würde der halt wirklich jede Datei nochmal zerhacken. Und erst bei dem Gehackten dann feststellen, ach, das habe ich alles schon. Aber das ist dann halt langsamer, weil er halt einmal komplett eure Daten liest. Ja. Aber man kann natürlich ziemlich viel sparen, weil da halt relativ große Faktoren dran sind. Also wenn ihr wirklich so ein NAS-Device habt und das verträgt das Ding nicht, ja, habt ihr das momentan als Option, halt diesen Files-Cache auszuschalten. Ja. Wie sieht das aus mit Versionierung? Also wenn ich die letzten drei Backups sammle, ist es dann einfach möglich, weil er die Änderungen speichert? Ja, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, das hat sich vielleicht ein bisschen falsch angehört. Also es ist nicht so, dass es da ein Vollbackup gibt und ein differenzielles Backup oder sowas. Das Konzept ist mehr so ein Snapshot-Konzept. Ich habe eigentlich immer komplette Snapshots. Ja. Und dass es halt zufällig da Überschneidungen gibt, ja, das hat jetzt nichts. Das hängt halt an den Daten selber, die wird halt einfach referenziert. Das ist nicht so, dass ich einmal das Volle habe und einmal noch die Unterschiede oben drauf. Ja, ich habe praktisch immer das Volle und nur die Referenzen auf die Datenblöcke sind halt teilweise auf die gleichen Datenblöcke. Also ich habe jedes Backup ist ein Vollbackup. Ich kann jedes Backup löschen und ich habe trotzdem alles andere immer noch da. Und erst wenn praktisch dieser Referenzcount auf 0 geht, erst dann sagt das Tool, okay, ich kann diesen Datenblock löschen. Das ist wie ein Hardlink praktisch, da werden ja auch die Referenzen gezählt. Nur, dass es halt unterhalb der Dateiebene ist auf diesen Chunks. Also das muss man ein bisschen im Auge behalten, wenn man halt so asymmetrische, sage ich jetzt mal, Systeme hat, wenig RAM, viel Platte. Wenn ihr normale Server habt, habt ihr das Problem vielleicht nicht oder normale Clients. Was man halt machen kann, wenn man so ein System hat, halt gucken vielleicht, dass man ausreichend Swap hat oder halt diesen Files-Cache abschalten. Was man auch machen kann, ist natürlich nicht ein riesen Repo produzieren mit 100 Rechnern drin, sondern halt, wenn man so ein System halt hat, dafür halt vielleicht ein extra Repository machen, wo nur der eine drin ist. Einfach, dass die Junk-Anzahl nicht zu arg hoch geht. Was ich demnächst vorhabe, ist diese Junk-Größe noch zu modifizieren. Ihr habt ja in der Formel gesehen, der Junk-Count ist hier an einigen Stellen drin. Also drei Stellen taucht er auf. Und wenn man die Junk-Größe einfach größer macht, wenn man da nicht 64K nimmt, sondern halt ein Megabyte, was ja heutzutage jetzt auch nicht wahnsinnig groß ist, ja, dann geht es halt um Faktor 16 runter an der Stelle. Das heißt, diese Teile der Gleichung halt, die hätten dann viel weniger Einfluss. Was nicht weggehen würde, ist natürlich da, wo Total File Count steht. Das kriege ich damit nicht weg. Aber überall, wo Junk Count steht, das könnte ich also relativ leicht um Faktor 16 runterbringen. Hätte natürlich die Auswirkung, dass die Deduplizierung ein kleines bisschen schlechter wird, weil er halt einfach auf gröberem Niveau arbeitet. Ja.
Aber ich habe es mal ausprobiert, in meinen Experimenten war es jetzt nicht so wild, dass man jetzt von vornherein sagen würde, das will ich niemals haben oder so. Was man auch machen kann, diese IDs, das ist ja praktisch der Hashwert vom Chunk. Wenn ich da einen SHA-256 nehme, ist klar, dann habe ich immer diese 256 Bit als Output. Also 32 Byte mal viele Chunks, was mir das RAM füllt. Wenn ich da jetzt zum Beispiel von ISGCM diesen G-Hash nehme, der hat nur 128 Bit Output, dann brauche ich da nur die halbe Menge an RAM. Und 128 Bit ist noch genug, um da ein Sicherheitsmargin noch zu haben, dass mir da keine Kollisionen aus Versehen auftreten bei normalen Datenmengen. Also 2 hoch 64 als Chunkzahl wäre praktisch so da, wo das Geburtstagsparadoxon dann anfängt, ein Problem zu werden. Also das wäre praktisch genug. Das sind noch ein paar andere Ideen, was man machen könnte. Also man könnte vielleicht auch einfach andere Datenstrukturen nehmen. Momentan sind es einfach Hash-Tables, die im RAM liegen. Der Key in die Hash-Table ist im Prinzip der Hash-Wert vom Chunk in aller Regel. Und der Value, wo drin steht, sind dann halt so ein paar Integers. Also dadurch kommen diese 40 Bytes zustande. Wenn man da irgendwas finden würde, was mit deutlich weniger Daten im RAM effizient arbeiten kann, könnte man natürlich auch einfach eine andere Datenstrukturen, einen anderen Algorithmus nehmen. Oder man könnte diesen RAM-Inhalt Memory mappen in eine Datei rein, dass der quasi nur die Pages aus der Datei reinlädt, die er gerade braucht. Da muss ich allerdings dazu sagen, das war vor einiger Zeit, war das in ATIC so, und der ATIC-Autor hat es rausgenommen aufgrund von zu viel I.O. Also das Memory Mapping scheint wohl in der Theorie ganz toll zu sein und in der Praxis ist es wohl irgendwie weniger toll. Also der hat es als Performance-Optimierung sogar explizit rausgenommen, obwohl er es eigentlich schon hatte, das Feature. Ja, und was man halt auch machen kann, ist halt On-Disk-Code schreiben. Aber da habe ich halt die Befürchtung, dass es dann doch eher langsam wird, wenn man das versucht. Ja, das waren so die Interna. Ja, bin ich soweit durch mit den Folien. Wenn ihr noch Fragen habt oder so, dann können wir noch eine Fragerunde machen, solange ihr Lust habt. Die Zeit wäre theoretisch rum, aber wir haben zumindest keinen Vortrag gemacht. Ja, also gerade halt zu den On-Disk-Fallback eigentlich bin ich da halt doch ein Freund von. Denn wenn man jetzt mal so ein System hat, was eben so speicherbegrenzt ist, und das mit 512 oder wenn Leute knausrig sind, eventuell noch weniger Speicher, ja. Dann hat man nicht allzu viele Alternativen. Die eine Variante ist dann eben ein Softfile zu haben. Das hat halt den Nachteil, das Programm bekommt nicht mit, dass jetzt auf der Festplatte gearbeitet wird und kann sich dann daran nicht anpassen. Ja. Denn so eine Festplatte, wenn man da die richtigen Zugriffsmuster hat, ist es halt immer noch Größenordnung langsamer als Speicher. Ja. Aber eben wahrscheinlich schneller, als wenn man jetzt denkt, da hängt irgendein RAM hinter. Da könnte man dann eben auch gucken, was sind jetzt Sachen, die nicht so zeitkritisch sind oder die man irgendwie anders lösen könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen könnte, wenn wir jetzt mal für eine kurze Zeit zum Beispiel die Deduplizierung ignorieren und einfach mal alles auf die Platte schreiben und dann die Deduplizierung im Prinzip hinterher machen, wenn wir eh nichts zu tun haben und Zeit haben, dann wäre das Backup zum Beispiel schon mal gemacht. Und dann geht man im Prinzip hinterher drüber und komprimiert dann. Dann könnte man, dann wäre da zum Beispiel auch Performance eben eine Sache, wo man so das eine gegen das andere abwägen kann. Mhm. Mir fällt übrigens eins noch ein, das habe ich vorhin vergessen in meinen Folien, was man natürlich immer machen kann. Also angenommen, ich habe so ein NAS-Device, wo mickrig RAM hat und viel Platte. Ich kann natürlich eine andere Kiste nehmen und das mounten, was da drauf liegt, und dann die andere Kiste das Backup ausführen lassen. Das hat natürlich die Auswirkung, dass das natürlich alles einmal mehr übers Netz geht, aber ich habe dafür das RAM-Problem nicht, weil jedes andere Gerät halt deutlich mehr RAM in aller Regel hat. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, was man machen könnte. Ja, also nachträglich deduplizieren, das ist vielleicht auch eine Idee, müssen wir mal überlegen, ob man das irgendwie sinnvoll machen kann. Mit der Krypto wird es dann halt ein Problem. Ja klar, Krypto wird auf jeden Fall ein Problem und eine Sache, die man auf jeden Fall sofort machen kann und nicht verschieben kann. Aber da müsste man halt gucken,
wo jetzt im Prinzip die Bottlenecks sind, um es da mal auch mal so ein bisschen vielleicht die Codefile analysieren, was weiß ich, irgendwie G-Curve oder so drüber laufen lassen, gucken, wo hakt es denn überhaupt. Also diese Junk-Caches, die werden natürlich sehr oft benutzt. Weil sobald er einen Hash von seinem Ding berechnet hat, will der halt wissen, habe ich es schon, habe ich es nicht. Und da bringt er jetzt irgendwie, einer hat schon mal vorgeschlagen, ja, man könnte so einen LRU-Cache machen. Na gut, das bringt mir aber nichts, weil die Hashes, die streuen einfach wild. Da habe ich keinen Last Recently Used Pattern in aller Regel. Ja. Also von daher würde das genau gar nichts bringen. Der LRU-Cache hat halt vor allem dann den Nachteil, wenn man halt so ein Backup macht, geht man halt einmal alles durch und im Prinzip schiebt sich das dann einfach die ganze Zeit immer weiter und da bringt dann der LRU-Cache nichts. Ja. Ich kann mir gar nicht ganz vorstellen, wie am Ende das Backup aussieht. Ist das dann eine Datei, ist ein Directory? Ist ein Directory und da gibt es ein README drin, wo einfach drinsteht, ja, das ist ein Borg-Repository. Da gibt es eine Config-Datei, wo so ein paar harmlose Werte drinstehen, also wie viele Segmente pro Directory ich haben will, wie groß mein Segment ist und eine Repository-ID, also eine Unique-ID quasi, dass das halt ein Wert ist, der immer gleich bleibt. Und dann gibt es ein Data-Verzeichnis, unterhalb vom Data-Verzeichnis gibt es einfach durchnummerierte Verzeichnisse von 0 bis N. Und in jedem dieser Verzeichnisse liegen wieder M Segmentdateien drin, die jede 5 Megabyte groß sind und die einfach halt so lange gefüllt werden, bis sie die Größe haben und dann wird die nächste angefangen. Also diese Chunks, wo der reinspeichert, werden immer in so Segmente gesammelt, bis er 5 Megabyte hat. Und dann fängt das nächste Segment an. Also man sieht da im Endeffekt gar nichts, man sieht nicht mal irgendwelche Dateigrößen oder Namen oder irgendwas, also das ist eigentlich schon recht nett. Und auch wenn man so ein Repository mal durch die Gegend kopieren will mit whatever, Copy, Async oder so, ist natürlich auch geschickt, dass diese Dateien nicht so riesig groß sind, ja, die sind schön handlich, die kann man so schön eine nach der anderen kopieren. Ja. Gibt auch keine Probleme mit. Das heißt, wenn man jetzt die Duplizierung machen will, das passiert schon vorher. Das hat mit diesen Segmenten hat es nichts zu tun. Ja, aber wir berechnen ja irgendwie einen Hashwert und dann guckt da, habe ich den irgendwo in meinem Backup schon mal, in meinem Repo. Ja, genau gesagt, das erkennt er schon an seinem Lokal. Also er hat ja immer einen lokalen Cache, wo er genau weiß im Prinzip, was er schon hat. Und wenn er den Cache nicht hat, übrigens baut er sich auf anhand von Repo-Daten. Okay. Aber im Prinzip, diese Prüfung macht er eigentlich immer mit seinem lokalen Hash, Cache. Das heißt, das liegt auch im Cache. Das liegt lokal. Und daran weiß der sofort, wenn er diesen Hash berechnet hat, weiß der sofort, habe ich den im Repo oder habe ich ihn nicht. Ja. Zu dem Repo-Frage, wenn ich dann jetzt ein Backup lösche und der stellt fest, okay, ein Chunk muss jetzt gelöscht werden, wie wird dann gelöscht? Also wie funktioniert das mit 5 Megabyte großen Dateien? Ja, der macht das glaube ich so, also das habe ich mir noch nicht so ganz genau angeguckt, aber ich glaube, er macht Folgendes, also der Referenzcounter würde dann halt auf 0 gehen, wenn also gar keine andere Referenz mehr auf dieses Häppchen da ist. Und wenn er das merkt, macht er sich, glaube ich, in so eine Hints-Datei einen Hinweis rein. Ja, also dieses eine Segment, wo das halt drin liegt, das könnte man vielleicht mal neu aufbauen, defragmentieren quasi. Und dann macht er irgendwie bei nächster Gelegenheit, würde er das komplette Ding lesen und dann Neues erzeugen und das alte dann wegschmeißen. Also er tut es quasi, glaube ich, dann einmal umkopieren. Ich weiß nicht, ob er es andauernd macht oder nur so ab und zu mal. Aber irgendwie ist so eine Art Defragmentierungsfunktion da drin. Aber generell erfasst das Alte nur insoweit an, als dass es einmal liest, die Lücken dann halt quasi weglässt, ja, also die, wo auf Null sind, und dann halt ein Neues drauf aufbaut. Also so ungefähr arbeitet es. Also beantwortet das die Frage? Ja. Aber die Frage, ich kann es mir nicht ganz in der Praxis vorstellen, dass es gut funktioniert. Ich meine, angenommen, wir haben jetzt ein paar Gigabyte Daten, die irgendwie am Ende rausfliegen aus dem Backup. Dann könnte es ja sein, dass es durch die Hashes im Prinzip quer durch sämtliche auf dem Server oder sonst wo gespeicherten Chunk-Dateien gestreut. Ja. Ich weiß nicht, wie die so sortiert. Ich weiß auch nicht, ob er das sofort macht. Also wie gesagt, den Bereich vom Code haben wir nicht so genau angeguckt. Es kann auch sein, er sammelt erst mal ein paar und macht es dann erst irgendwann mal, wenn es sich lohnt. Sortiert, ne? Server die Dateien.
Das ist ja nicht nach Hash sortiert, das heißt, es streut wahrscheinlich dann nicht so. Das ist einfach so der Reihe nach. Ja, okay, wenn dann eine Datei rausgeht, ist ja wahrscheinlich, dass die Datei hauptsächlich eine konsekutive Menge von Dateien zusammenarbeitet. Ja, genau. Also dadurch könnte es auch sein, dass es vielleicht sich häuft so ein bisschen. Weil halt es wahrscheinlich ursprünglich halt wirklich eine Datei war, nicht nur ein Chunk, der irgendwie rausfiel halt, und dann wird es sich da wahrscheinlich sogar lokal ein bisschen häufen und nicht weit streuen. Ja. Aber ich habe es schon probiert, also ich habe schon Backups rausgelöscht, also das wurschtelt halt kurz und ist fertig, also das ist kein großes Problem. Das Tool hat übrigens auch eine nette Prunenfunktion, wo man sagen kann, ja, also ich hätte gerne so über den Tag, quasi die letzten 24 Stunden meine stündlichen Backups, also wenn ich welche mache, ja, und die letzten 7 Tage bitte die täglichen aufheben und die letzten 50 Wochen bitte die wöchentlichen aufheben und die letzten 5 Jahre bitte die monatlichen aufheben. Also das kann man ihm praktisch in einem Kommando sagen, so will ich es haben, und dann geht er her und tut es praktisch automatisch ausdünnen, dass es diesen Regeln entspricht. Also ist sehr komfortabel an der Stelle. Noch Fragen, Anregungen? Wer programmiert nochmal in Python und will jetzt mitmachen? Oder Security Reviews, wir haben auch gern gesehen, dass sich jetzt jemand mal noch mit einem weiteren Paar Augen anguckt. Also gibt viel zu tun. Ja, wenn nichts mehr ist, würde ich sagen, schaut es euch einfach mal an. Entweder Attic oder Borg, je nach Lust und Laune, probiert es mal aus. So die paar Problemchen, die auftreten können, wisst ihr jetzt. Aber sagen wir so, solange ihr nicht allzu große Backups habt, werdet ihr wahrscheinlich die nicht haben. Also da ist erst so im Terabyte-Bereich, wo man reinläuft. Also wenn man nur sein Laptop backuppen will, hat man wahrscheinlich das Problem noch nicht. Ja. Und wie gesagt, es wird auch gelöst werden. Also ich werde einfach die Chunkgröße hochsetzen, dann ist das erstmal eine Weile weg, das Problem, bis man eine bessere Lösung hat. Ja, okay, dann danke und viel Spaß noch.